Informationsstelle Militarisierung in Tübingen, den Pablo, und er wird uns etwas zur US-EU. Wir dürfen nie nachlassen, beide Seiten zu kritisieren, nach allen Richtungen hin, wo Kriege organisiert werden, kritisch zu sein und zu bleiben. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir auch während des schrecklichen Ukraine-Krieges nicht nachlassen, auf die andere Seite zu schauen, auf die NATO-Seite und auf die westliche Seite, dass wir nach beiden Seiten hin gegenüber allen, die glauben, Kriege mit Kriegen Probleme lösen zu können, kritisch sind und kritisch bleiben. Heute, an diesem Samstag, hat die FAZ aufgemacht mit dem Artikel Frieden schaffen mit mehr Waffen. Das heißt, die alte These der Friedensbewegung wird jetzt einfach auf den Kopf gestellt. Die alte These hieß Frieden schaffen ohne Waffen. Und jetzt lese ich im Aufmacher der heutigen FAZ Frieden schaffen mit mehr Waffen. Selbst Helmut Kohl, ein Befürworter der atomaren Nachrüstung im letzten Jahrhundert, hat am Schluss seines Lebens gesagt, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Das wäre heute, wir haben ja viele Waffen, die Welt ist ja bewaffnet wie noch nie, leider. Aber das wäre heute ein realisierbares Motto, auch für Konservative. Nein, die FAZ macht auf mit dem Titel Frieden schaffen mit mehr Waffen. Alles, was passiert, es fängt gerade an. Das Glück ist nah, es liegt